Zwei fehlen noch, beziehungsweise zwei Splitter gibt es hier noch, aber ich sehe den zweiten nicht. Ach doch, hallo. Ich habe schon seit Wochen keinen Bissen mehr abbekommen. Gut. Fische. Oh nein, das Sternzeichen noch nicht. Fisch. Gut. Perfekt. Und wir machen hier weiter mit Sie sind unter uns. Hilf Maxwell, Außerirdische zu finden, die sich als irdische Wesen getarnt haben. Sie sind unter uns. Start. Die Außerirdischen sind unter uns. Sie haben sich getarnt. Der erste Außerirdische hat Angst vor grellem Licht. Okay. Ah, der nächste Außerirdische hat Angst vor lauten Geräuschen. Eine Trompete. Sehr cool, ich habe zwar gar nichts gemacht, aber passt schon. Finde den außerirdischen Betrüger, der Angst vor Wasser hat. Wahrscheinlich sie selber noch. Der letzte Außerirdische hat Höhenangst. Das habe ich mir doch gedacht. So, perfekt. Das war auch relativ simpel. Ih, Alter, was für ein Sumpf. Yeah, sie sind unter uns fertig. Null Problems hier irgendwie. Gute Arbeit. Geh zu Lili. So. Zack. Wir gehen aber nicht zu Lili. Wie viele Starlights können wir jetzt irgendwo... Ne, wir können nicht ansehen, wie viele wir haben. 40. 40 schätzungsweise. So. Dann gehen wir mal in Königreich von... Wie heißt das? Parenthesien. Alter, das ist ja auch nicht schlecht. Gut. Hallöchen. Die Bundeslade. Was? Die Bundeslade? Muss sie irgendwo sein. Bringen sie mir. Was ist eine Bundeslade, Alter? Ich kann nicht schwimmen. Hilf mir an die Oberfläche. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Ah. Perfekt. Gut. Ein Boot. Gut, Außerirdische schwimmen nicht, das ist richtig. Cthulhu hat verschlafen, weck ihn auf. Wow.
shit. Was wollten dies? Sind das Säulen? Hebe den Fluch auf, indem du die Steine zu ihren Säulen zurückbringst. So, nicht versunkene Stadt. Yeah. Oh, lol. Ist da gerade das Wasser weggegangen? Ja. Die Stadt wurde von der Liga verrückten Wissenschaftler trockengelegt. Lenke den Wissenschaftler mit einem Fabelwesen ab. Gut. Da machen wir hier drauf. Gut. Der nächste. Die Atomwissenschaftlerin will kein Uran mehr untersuchen. Zeig ihr ein neues Element zum Erforschen. Metall. Der Roboter-Ingenieur findet kein sauberes Einstreu für seinen Roboterhamster. Gib ihm Hamsterkäfig neuen Einstreu. Gut. Der Starwide kann genommen werden. Das scheint fast schon zu einfach zu sein. Oh nein, das ist ein falscher Starwide. Und das Tor ist verriegelt. Diese Tür öffnet sich nur für den verrückten Wissenschaftler. Verkleide Maxwell mit zwei Objekten, um die Kamera zu täuschen. Einlass nur für verrückte Wissenschaftler. Sekunden müssen wir noch warten. Den Anzug kann ich... Oh ne. Ärzte tragen Spezialmantel im Labor. Boah, ich komme gerade nicht auf das Wort. Kittel. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Kette, Kiel. Denn? Nennt man das Laborkittel? Keine Ahnung, müssen wir warten. 14 Sekunden noch. Ärzte tragen Schutzbrille für ihre Augen. Okay. Yeah.
Schutzbrille. Gut. Wow, ich hab's irgendwie gemacht, aber... Scheint ein Bug zu sein. Ich hab's ja gemacht, aber irgendwie geht die Tür nicht auf. Zack. Oh, hups. Komm ich jetzt... Ah ja, okay. Gut. Oh. 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 und 50. Theoretisch muss ich echt nur jede Aufgabe machen. Mein Mikrofon kurz anders ausjustieren. So, ich glaube, so ist am besten. So, gib mir ein Tierkreiszeichen zum Entdecken. Fische, das hatten wir vorher schon mal. Fische. Gut. Ich will ein neues Zuhause. Gut, dann erschaffe ich dir halt nochmal ein IQ. Gut. Trautes Heimglück allein. Gut. Zeig mir etwas, das ich im Weltall beobachten kann. Einen Stern. Einen Planeten. Was da abgeht, Alter. Gut. Ich will ein Schneemann sein. Eine Karotte. Perfekt. Können wir? Ja, wir können fliegen. Schmilzt und der Wasserspiegel steigt. Versuche das aufzuhalten. Boah, wie ich winzig geschrieben habe. Erderwärmung stoppen. Perfekt. Ich will eine Skulptur aus diesem Eisblock machen. Ups.